Kultur und Kunst werden großgeschrieben im Kreis Böblingen, auch mitten in der Landschaft. Mit Kulturlandschaft haben die Kunstwerke der Skulpturer aber nicht wirklich viel zu tun. Dazu gehört viel mehr. Also die Gäulandschaften hier im Raum Stuttgart sind natürlich traditionelle Kulturlandschaften. Das waren früher Wälder oder nicht urbar gemachte Flächen. Und die Agrarlandschaft ist nun mal etwas, das die Gäulandschaften ausmacht, aber auch Richtung Schwarzwaldrand sieht man dann andere Bewirtschaftungsformen wieder, die ganz typisch sind für die Gegend. Wir haben im Würmtal haben wir natürlich auch wieder andere Bewirtschaftungsformen, etwa was Hecken angeht oder Sträucher angeht. All das sind Kulturlandschaften und die und deren Erhaltung sind im Schwäbischen Heimatbund wichtig. Deswegen gibt es den Kulturlandschaftspreis. Aber wer wird damit ausgezeichnet? Also der reine Besitz einer Wacholderheide, einer Streuobstwiese oder eines historischen Waldes, in dem vielleicht mal vor 150 Jahren auch Schweine getrieben wurden, das reicht natürlich nicht aus, sondern man muss schon zeigen, dass man damit umgeht, dass man diese Formen des Umgangs auch in die Zukunft bringen möchte. Das heißt, nicht die Landschaft an sich wird bewertet, sondern die Bewirtschaftung. Und die soll beispielhaft und qualitativ hochwertig sein. Zum Beispiel die traditionelle Beweidung von Wacholderheiden mit Ziegen und Schafen oder die nachhaltige Pflege von Streuobstwiesen. 5 Projekte werden am Ende ausgezeichnet und gewinnen auch was. Zu gewinnen gibt es im Hauptpreis 1500 Euro. Pro Preisträger. Alle Preisträger sind gleichwertig, es gibt keine Reihenfolge. Mit diesen 1500 Euro, denke ich, ist es schon eine hohe Anerkennung dessen, was viele Privatleute im Land tun. Bewerben kann sich jeder von Privatpersonen über Initiativen und öffentliche Einrichtungen. Die Frist dafür läuft noch bis Ende Mai.